Hey, hey, hey! Willkommen zurück zu Nephreons Let's Play. Wir sind wieder hier in diesem Illusionszelt-Dingens-Bummens, haben die wunderschöne Avarie-Elfe Eri befreit. Und jetzt geht's eigentlich schon in Richtung Endboss. Ja, ich kümmere mich drum. Der schwere Gang für mich ist, denke ich, nach diesem Part vorbei. Ihr müsst eure Gruppe. Denn die Avarie-Elfe kann trotz ihrer Lieblichkeit nicht in meiner Gruppe bleiben. Und jetzt habe ich vielleicht einen Fehler gemacht. Werwölfe. Ich hoffe mal, ich bin stark genug gegen die. Kommt schon, belästigt jemand anderen. Vor allen Dingen hier dieser Schatten macht mich ein bisschen Ich nervös. warte auf Vielleicht euren Ira Schuh kann sich erlischt. den da krallen. Macht's kurz. Hoffentlich Er werde ich kann den. wenigstens Ich helfe, wo gut immer ich kann. bezahlt. Mach gerade mal einen Feuerball drauf. Furcht ist Jo, etwas. Ja, das hat mehr oder weniger funktioniert. Wobei man Sagt sieht, dass mir, was zu tun Illusionen, ist. Ihr braucht meinen Rat, die nicht wahr? müssten wir eigentlich eh nicht bekämpfen, weil sie eigentlich nur dann Schaden Ja, machen, wenn ich sie aber auch gerne. angreife. Ich Also warte. quasi akzeptiere, dass sie existieren. Das wurde aber auch Zeit. Und Ist ja, schon hab's geschehen. trotz allem gut überstanden, wobei das jetzt natürlich Ich habe keine, getroffen. Aber nichts ist passiert. sag mal, keine harmlose Gestalt ist. Schattenwesen. Das ist wieder so ein Oh, Illusionsdings. das gefällt mir gar nicht. Da hat man gerade den Effekt von diesem Stab gesehen, den ich jetzt Jahira gegeben habe. Dieser Stab, der Elektroschaden noch macht. Also Das wurde Blitzschaden. aber auch Zeit. Und Korgan macht hier den Rest noch. Illusion gebannt. Wunderbar. Dann prüfen wir am besten nochmal nach, ob noch irgendwas in den umliegenden Gegenständen vielleicht finden. Aber es sind noch zwei Vasen. Einmal Spinnennetz-Zauber und einmal andere Zauber. Spinnennetz hat Edwin, glaube ich, schon. Magiebann dürfte er auch schon haben. Und Schutz vor Versteinerung könnte er sich mal aneignen. Beziehungsweise, ja, das muss Eri gerade mal lernen. Auch wenn es jetzt nicht mehr brauchen wird, im Endeffekt. Vielleicht noch was Sinnvolles hier im Behälter drin. Rüstung und Verwundbarkeit. 1, 2, 3. Unverwundbarkeitskugel. Identifizieren, Schlafschild klopfen. Unsichtbares entdecken. Ja, ich denke, wir geben den Behälter gerade mal an sie weiter. Dann kann sie dann im Kampf, der dann noch folgen wird, Ich sicherlich bin schon unterwegs. sich noch ein bisschen engagieren. Wurde Jetzt habe aber ich auch natürlich die Zeit. Klerikerin weggeschickt, die Gruppenheilung hatte, oder? Nein, Jahira war das. Sehr schön. Dann kann Eri auch Was noch kann ich mal tun? heilen. Sie hat ja die Vorzüge, ein Kleriker und Magier zu sein. Sehr gute Klassenkombination. Einziger Nachteil, sie hat jetzt sehr wenig Lebenspunkte. Fällt manchmal zu schnell um. Gut, wollen wir es Wunderbar. wagen? Ja. Wieder ein Genie oder Djinn im Weg. Wenn es denn sein muss. Ja, es kann weitergehen. Stehen wir nicht im Weg rum. Ihr müsst eure Gruppe erst sa Der mächtige Edwin ist in meiner Gruppe. Er wird jetzt alle töten. So, das ist das Finale. Müssen ein bisschen aufpassen. Konzentration auf Sagt mir, was zu den tun ist. Schatten. Der Sprecht, Gegner Freiherr, mal mit hätte ich auch gemacht. Jahira. Ich warte. Gute Edwin Idee, das kann mir zu sich übertragen. hier Ich mit bin dem beschäftigt. Wolf beschäftigen. Wo soll ich euch meine Fähigkeiten Shino und mein kann Geschick vorstellen? Leichtfüßig und so. Was Dann wollt ihr, kannst Oberwelt? du Hm. den Schatten Ich hab schon Das hier wegen ist weniger wesentlich aufregender getötet. als jeder Zirkus. Und du könntest einen Sorgfall schießen, auch auf den Wehrt da. euch! Ihr kriegt keine zweite Chance! Du hast sie netterweise hierher geführt. Ja, sie wird als Tierchen bezeichnet und Eri wehrt sich natürlich gegen die Behauptung. Was seid ihr nicht? Nicht mein Tier?
Oh, aber das seid ihr. Ihr alle. Seht ihr das nicht? Nee, sehe ich nicht so. Ja, Onkel Quel ist jetzt hier nur ein Schleim, optisch gesehen. Hat keine Augen, oh je. Ja, wir müssen vorsichtig sein. Einige davon sind real, andere nicht. Ist mir alles egal, ich töte sowieso alles. Auch wenn es nur Illusionen sind. Ja, das ist ein normaler Zirkus mit einer großen Arena. Nicht wahr, meine Tiere? Nun macht schon und zerfleischt euch gegenseitig. Ich habe getroffen. Habt ihr nichts gemacht? Jemand kurz mal was retten? Danke. Aber nichts ist passiert. Yoshimos Pfeile haben keinen Effekt auf Illusionen. Das ist natürlich dumm. Jetzt müssen wir mal... Ja, sprühende Farben. Hey, der greift einfach mal hier den Quell an. Das ist unglaublich. Das kann ich so nicht gutheißen. Deswegen schicke ich mal alles, was notwendig ist, auf den... Die Dienerin, wenn es von Nutzen ist. Ich tue dir weh, wenn es sein muss. Auf den Endboss. So, die Illusion ist auch gebannt. Und der Gegner ist auch tot. Ging schnell. Tada! Nein! So war das nicht gedacht. So wurde es mir nicht versprochen. Das Zelt hat seine ursprüngliche Form zurückerhalten. Ich habe dies so lange geplant. Zu lange, als dass meine Pläne nun von ein paar inzüchtigen Abenteurern aus dem Norden zerstört werden dürften. Ich möchte respektiert werden. Ihr habt mich getötet. Habt mit eurer Falschmoral und eurer schrecklichen Gier nach Abenteurern Kala vernichtet. Tja, ihr verdient den Tod, Gnomen. Viele mussten leiden und... Ja. Er ist Kala der Große, ein Illusionist. Er war ein Clown und hat von irgendjemandem die Welt versprochen bekommen. Tja. Dieser Gnomen hat einfach den Verstand verloren, kann man sagen. Wobei er scheinbar auch ein schweres Leben hatte und so weiter und so fort, wie das immer so ist. Tragische Kindheit, Knoben, kleinwüchsig, nicht respektiert und er wollte das zu ihm aufschauen. Was für ein bedauernswerter kleiner Mann. Jeder hat ihn ausgelacht, aber sie hatten es nicht verdient zu sterben. Richtig, das ist durchaus angebracht zu sagen. Trotzdem kann sie ihn nicht hassen. Der Gnome ist tot. Wie dazu fähig war, die Illusion aufrechtzuerhalten, wird ein Rätsel bleiben, meint Shahira. Und der Rest scheint überlebt zu haben. Ja, Onkel Quel ist wieder in Ordnung, wie es aussieht. Das ist dieser kleine Gnome dort oben. Der ist übrigens auch Illusionist, zumindest im ersten Teil von Baldur's Gate. Hier ist er allerdings nicht mein Gefährte, ich kann ihn also nicht mitnehmen. Ja. Er hat scheinbar Glück gehabt, dass Kala ihn so sehr verachtet hat, dass er ihn zwar gequält, aber nicht getötet hat. Ja, was würde sie nur ihn anfangen? Ja, ich denke, er wird herausfinden, wie es ohne ihn ist. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass sie aus eigener Kraft es lernt, wie es draußen in der Welt läuft. Aber sie meinte ja... Er ist der weiseste und klugste, barmherzigste Mann, den sie gekannt hat. Also quasi eine Vaterfigur. Aber es war auch anders früher. Er war nicht immer so. Und Nerfwion könnte vielleicht besser sorgen. Also ich könnte besser um sie sorgen als er vielleicht. Ah, ich werde euch vermissen. Und ja, sie kann ja zurückkehren und erzählen, wie es gewesen ist. Gut, aber er soll so lange auf den Zirkus aufpassen.
Ja, hier wird ja nochmal erwähnt, dass sie ja eine Avarie ist, die in dem Fall, man sieht es ja auch, keine Flüge mehr hat. Sie wurde ihre Flüge beraubt. Warum und wieso, weshalb, könnte man herausfinden, wenn man sie in der Gruppe lässt. Für den Augenblick belasst es mal dabei. Gut, ja, Aerie ist noch Mitglied der Gruppe, ganz klar. Aber hallo, Leute! Huch. Jetzt bedanken sich noch einige Leute bei uns. Ich will gerade mal gucken, ob der Junge hier noch rumläuft, der seine Mutter besucht hat. Ihr seid ein absonderliches Volk, dass ihr euch hier herumtreibt. Und dann kann ich zu dem Friedhof zurückkehren und denke auch, die Kohlen ja wieder in die Gruppe ein. Hallo, Leute! Seid mir gegrüßt, ich heiße euch willkommen. Ah ja, das war Henna, genau. Die ihren Sohn sucht und so weiter. Und jetzt habe ich die Quest abgeschlossen, das ist gut. Und scheinbar auch keinen Rufpunkt dafür bekommen, das ist also in Ordnung. Ja, dann würde ich sagen... Lasst uns doch ein bisschen auf was Böses einprügeln, ja? Ganz recht, das Schwert hat es wieder mal den Nagel auf den Kopf getroffen. Zunächst werden wir uns nochmal ausruhen, ich hoffe, das bringt weil ich will jetzt nicht in der Nacht zum Friedhof laufen, das ist nicht so sinnvoll, da wo die ganzen Vampire rumlungern. Hier gibt es noch eine Schenke in der Nähe und in der Schenke kann ich da nochmal in Ruhe Kräfte neu auftanken. Huch, das ist aber nicht die Schenke, das ich kümmere ist mich. Also ein Tempel von Ilmata oder so. Ich bin bereit. War nicht Schenker. Die war auch irgendwo hier. Naja, das ist besser. Was soll ich tun? Gut, da ist der Wirt und der wird jetzt erstmal bequatscht. Ratten gab hier noch nie, darauf könnt ihr euch aber verlassen. Zeig mir, was du hast und wir übernachten hier kurz. Hat den Vorteil, die Gesundheit ist wieder da und natürlich auch die Zauber, die bisher verbraucht waren. Ein gutes Geschäft wünsche ich euch. Verdient mal irgendwas. Nee, mit denen ist irgendwie nichts. Das ist nur so. Irgend so ein Typ, den man anquatschen kann, damit er mir sagt, dass die Schattendiebe über die Stadt herrschen und so weiter. Normalerweise kann man sich ja schon etwas früher hier umsehen in dem Viertel. Speziell wenn man den Kerker verlassen hat von Irenikus, kann man ja schon rumquesten und ja, im Grunde war das jetzt schon die Zeltquest, eine der ersten Quests, die ich erledigen konnte und ja, in dem Fall ausgelassen hatte. Zum einen ist jetzt in der Levelstufe einfacher und zum anderen, ja, muss ich gleich auf Aerie verzichten und das ist natürlich ein schwerer Gang, da ich sie eigentlich immer gerne in der Gruppe hatte, wenn ich den gutartig gespielt habe und natürlich auch Romanzenpartner Nummer 1 war. So habe ich halt nur eine Halbelfe, Shahira, noch in meiner Gruppe. Naja, man kann nicht immer alles haben. Ich kümmere mich drum. So, Mekonia hat, glaube ich, irgendwo da hinten gestanden. Nicht? Doch, ja. Da ist sie. Und ich bin froh, dass ihr zurückgekommen seid. In dieser verfluchten Stadt der Oberwelt gibt es keinen Ort, zu dem ich gehen könnte. Soll ich mich euch jetzt wieder anschließen? Ja. Dann kann Aerie wieder gehen. Nun, man muss schon sehr zielbewusst sein, wenn man sein ganzes Leben auf der Straße verbringt. Oh, ein Romantikdialog. Guck mal an. Ja, am Anfang blieb mir aber keine Wahl.
Vielleicht ja. Aber ich hab's Rehburg ausgeschaltet. Und ja, was hat dazu geführt, dass ich meine Reise fortgesetzt habe? Ja, ich hätte bleiben können, aber es war aber nicht das Richtige für mich. Kann man wohl so sagen, ich bin halt eine geborene Abenteurer-Natur. In mein Blut fließt das, in meinen Adern fließt das Blut eines ruhelosen Gottes, also Baal, wie wir ja wissen aus Teil 1. Und ja, es ist nicht meine Wahl, dass mein Leben vom Chaos erfüllt ist. Ich habe davon profitiert, das kann so sein, ja, so kann man so sehen. Ja, und jedes Mal, nach jeder gewonnenen Herausforderung, habe ich ein Level abbekommen. Klar, ich bin stärker geworden. In Kerzenburg war ich glücklich. Ja, das war im Teil 1 noch. Da war man ja noch ganz unbedarft auf Level 1. Wenn sie mir ins Ohr blicken würde, würde sie dann einen kleinen Pudding statt eines Gehirns sehen. Ein Pudding, der verfeucht zittert, lachhaft. Wie typisch für sie. Ich bin sicher, ihr wollt, dass wir wie bisher weitermachen? Nein, ich denke, wir müssen vorübergehend getrennte Wege gehen. Ja, geht ins Zirkus zurück. Falls wir euch brauchen, besuchen wir dort euch. Ja. Gut. Ich weiß nicht, ob jetzt ein guter Zeitpunkt dafür ist. Aber ihr habt mich kürzlich etwas gefragt und ich habe es einfach abgetan. Nun gut, ich bin jetzt bereit zu antworten, falls ihr noch daran interessiert seid. Ja, ich will euch aber nicht drängen. Ja, sie denkt aber, sie muss kein Geheimnis draus machen und will jetzt offen über die Dinge sprechen. Sie weiß viel von mir, aber ich wenig über sie und... Sie hat sich gefragt, warum ich mich entschloss, also warum sie sich entschloss, den Hafen an sich anzuschließen. Ja. Und. Ja, sie wurde zunächst von den Druiden aufgenommen. Und weil ihre Familie beim Sturz eines Königs starb. Sie ist nicht adlig, aber. Oder trauert nicht, aber vor den. Ja, sie findet diesen Verlust nicht auf solche Art. Und ja, ihr Leben wurde halt doch verändert durch diese Ereignisse. Und ja, dann ging es halt schon los mit dieser Druidensache, Gleichgewicht und Konflikt mit sich selbst. Ja, das Gleichgewicht kann ja auch jenseits der Grenzen des Waldes unterstützt werden, also auch in Städten zum Beispiel. Und deswegen hat sie sich entschlossen, weiter in die weite Welt hinauszuziehen, statt im Hain zu bleiben. Ja, und sie dachte halt, dass ihre Geschichte etwas zu unbedeutend wäre, als dass man sie jetzt groß anprangern müsste, wenn man sie mit meiner vergleicht. Und ich denke aber, das ist okay so. Jede Geschichte hat halt seinen Weggang. Also jeder hat halt sein Päckchen zu tragen, wollte ich sagen. Ja, und sie spürt, dass meine Nähe ihr Stärke gibt. Und jetzt entschuldigt sich wieder und wir sollten weitermachen. Sagt mir, was ist schon geschehen? Ich denke, Jahira dürfte ihre Waffen noch haben, ja. Jetzt habe ich natürlich den Fehler gemacht und habe den Speer bei Eri gelassen, aber na gut. Die Waffe ist jetzt eh nicht so. Ich glaube, da finde ich sogar noch Besseres und ich habe auch den Schriftrollenbehälter bei Eri gelassen. Ich werde mir bei Gelegenheit nochmal zurückholen. Also außer des Let's Plays. Ich bin dabei. Dann, ja, ich wäre jetzt nicht ganz so dramatisch, aber ich denke, jetzt habe ich ihn mir teuer gekauft, dann kann ich ihn auch wieder zurückholen. Ging es hier nicht raus? Och nö.
Ah, na gut, da komme ich hier gar nicht raus. Da muss ich einen anderen Weg wieder nehmen. Geht mal bitte zurück. Ja, und nächstes Mal, wo mache ich weiter? Ich denke, ich werde mal den Tempelbezirk aufsuchen. Ja, ich denke schon, Tempelbezirk ist ein guter Anfang. Und vielleicht auch das Brückenviertel. Ich werde mich dann spontan zu entschließen. Und ich mache es am besten jetzt gerade noch. Ich mache jetzt einfach mal direkt den Klick dahin. Ich gehe in den Tempelbezirk. Werde dort noch eine Quest erledigen beim nächsten Mal dann. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wieder. Nochmal. Wenn es immer noch sein muss. Wie auch immer. Einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem. Bis bald, euer Nef Ryan.